Genau, also ich habe überwiegend Kinder, die Probleme mit der Sprache oder dem Sprechen haben. Aber so ganz grob erklärt beschäftigt sich die Logopädie mit der Diagnostik, der Beratung und der Therapie von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, die Schwierigkeiten bei der Sprache, dem Sprechen, der Stimme, dem Schlucken, auch dem Hören oder den mundmotorischen Bewegungen haben. Pferd ist ganz oft ein Türöffner in der Therapie. Die Kinder finden Pferde oft natürlich ganz, ganz toll. Aber durch diese Bewegungsübertragung auf dem Pferd, die ist sehr tonisierend. Also es sorgt für eine gute Körperspannung. Kinder, die eine erhöhte Körperspannung haben, können entspannen. Aber auch Kinder, die eine eher schlaffe Körperspannung haben, werden mehr aufgerichtet, was auch automatisch Auswirkungen auf die Artikulationsmuskulatur hat. Okay. Die Bewegungen der Mund- und Gesichtsmuskulatur wird erleichtert. Es hilft bei den gezielteren Bewegungen. Mhm. Koordination wird gefördert, die Aufmerksamkeit wird gefördert. Handlungsplanung kann trainiert werden. Auch die insgesamt motorischen, grob- und feinmotorischen Fähigkeiten werden geschult. Es muss gut besprochen sein im Vorfeld, wie die Therapie gestaltet sein könnte. Ich teile das ganz gerne auf, also dass man einen Teil der Einheiten ganz klassisch im Therapieraum durchführt und einen Teil auf dem Pferd, dass man Dinge vor- oder nacharbeitet. Mit und ohne Pferd, aber eine Einheit ist entweder im Therapieraum oder am Pferd. Geht 60 Minuten, das Putzsetting und das auch wieder in den Stall bringen, das auch sich kümmern, gehört immer zur Therapie dazu. Also ich habe jetzt insgesamt 4 Pferde, davon werden 3 in der Therapie eingesetzt. Die sind auch von der Größe her bisschen unterschiedlich, einen ganz kleinen, einen mittelgroßen und einen mit einem Stockmaß von 1,60 Meter, der dann auch die etwas größeren Kinder gut abdecken kann. Und ja, man muss gucken, dass sie halt gut versorgt sind, natürlich wie jedes andere Pferd auch. Ich schaue noch gut drauf, dass sie ein schönes Ausgleichsprogramm haben zur Therapie, also dass wir ausreiten gehen, dass wir auch klassische Dressurarbeit machen oder mal ein bisschen Stangenarbeit, dass die ein abwechslungsreiches Trainingsprogramm haben. Ja, die ganz klassischen logopädischen Einheiten, die werden über die Kasse abgerechnet. Die pferdegeschützte Therapie ist bisher leider keine Leistung, die die Kasse bezahlt. Aber da gibt es auch Wege und Möglichkeiten, wie man das gut finanzieren kann. Das müssen wir dann im Einzelfall besprechen und überlegen, wie das am besten möglich ist. Genau, das ist dann eine Woche. Da findet dann täglich eine Einheit mit Pferd, eine Einheit ohne Pferd statt. Und das über 5 Tage am Stück. Genau. Es gibt jetzt auch hier am Kloster Erlenbad noch die Möglichkeit, das mit dem hier ansässigen Ergotherapeuten zu ergänzen, dass man zusätzlich noch eine Ergotherapie-Intensivwoche mit einbettet. Es passiert jede Menge. Ich bin jeden Tag beim Baumarkt, kenne mich da auch schon ziemlich gut aus. Ich freue mich wahnsinnig. Natürlich ist es super anstrengend, aber geht natürlich auch ein Mädchentraum irgendwie in Erfüllung, dass man Pferde, Wohnen, Arbeiten, alles in einem, an einem Ort. Das ist schon auch ein Traum, den ich auch im jugendlichen Alter schon hatte, dass man das alles vereinen kann. Ja.